Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute ein neues Pop-and-Cookin-Set für euch. Hergestellt wurde es wie immer von Crazy und es nennt sich Cake Shop Kit, also ein Set, mit dem man Süßigkeiten und Kuchen herstellen kann. Auf der Packung ist eine Eiswaffel abgebildet und verschiedene Törtchen. Mit dabei ist eine Erdbeercreme. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir das Ganze herstellen. Ganz oft hatte ich ja schon diese Pop-and-Cookin-Sets geunboxed und auch schon ein paar auf dem Kanal gemacht. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung, wenn man die Anleitung nicht versteht. Ich hoffe, die Bilder reichen aus. Wir versuchen, das auf jeden Fall hinzubekommen, so wie es hier auf der Verpackung aussieht. Wir machen es jetzt erstmal auf und schauen uns den Inhalt genauer an. So. Hier haben wir einmal ein Pulver mit einer rosanen Verpackung. Ich denke mal, das ist diese Erdbeercreme. Dann haben wir hier verschiedene Streusel und Verzierungen für unsere Süßigkeiten oder unsere Törtchen. Und dann haben wir hier noch ein Pulver, was von außen blau ist. Ich denke, das wird auch irgendeine Füllung sein. Außerdem haben wir hier einen Spritzbeutel. Da müssen wir wahrscheinlich dann die Creme hineinfüllen. Einen kleinen Kunststofflöffel. Zwei winzige Eiswaffeln. Dann noch ein Waffelboot, nenne ich das jetzt mal. Und solche längeren Eiswaffeln zum Garnieren. Okay, also noch bin ich nicht ganz klug geworden. Aber wir schauen noch mal hinten auf die Verpackung. Okay, also anscheinend gibt es hier so eine Art Messbecher, dieses kleine dreieckige Teil hier. Und da füllen wir dann Wasser rein und jeweils in ein Fach immer ein Pulver. Das wird vermischt und dann in den Spritzbeutel hineingefüllt. Und schon können wir loslegen. Klingt auf jeden Fall super einfach. Ich würde sagen, das machen wir mal im nächsten Video. Da werden wir dann den Pop-and-Cookin Cake Shop Kit ausprobieren. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, hinterlasst mir nette Kommentare und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!